Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 4. Ah, ich sehe gerade, mein Ding geht aber schon noch, weil man duscht da auch gerade. Nee. Bei hier sieht man das, glaube ich, besser, ob das jetzt so passt oder nicht. Was mit dir jetzt? Jetzt gehst du mitten essen aufs Klo, okay. Brianna muss in einer Stunde zur Arbeit. Also, Diego muss zwar heute auch wieder arbeiten. Oh je. Aber bei ihm habe ich ja die Möglichkeit, dass ich von zu Hause aus arbeite und ja, mal gucken, wie das heute so hinhauen wird, weil er muss sich ja um den kleinen Tim und um die kleine Janet genauso kümmern. Und so, jetzt ist mal die große Frage, was hast du zu tun? Fallrecht recherchieren, das kannst du dann machen, über komplexes Präzedenzrecht diskutieren. Geht sich das jetzt noch im Vorhinein aus? Nee, warte mal, sie lasse ich einfach mal duschen hier. Oh, die Janet weint und sie hat den kleinen Tim aufgeweckt. Wieder einmal, er ist schon wieder nicht ausgeschlafen. Macht aber nichts, denn der Kleine. Was macht denn der Kleine? Er geht zum Hund. Nee, nicht in die Waschmaschine stecken, das lässt du noch. Hier, schmutzige Windel mit Flasche füttern, liebkosen. Denn du sollst dir hier mit deiner Tochter auch ein gutes Taschendurchsuchen, habe ich doch gesagt. Hä? Ja, da wurde schon gemacht. Wäsche machen. Okay, dich schicken wir wieder alleine los. Bist jetzt nicht zum Duschen gekommen? Echt jetzt? Aber du hattest wenigstens gegessen. Ja, wurscht. So. Jo. Hallo Diego. Bei dem Eindruck, den du hinterlassen hast, ist die soziale Medienkarriere genau das Richtige für dich. Du hast vielleicht noch nicht viele Follower, aber wenn du als Klickköder-Designer Rang 3 beginnst, werden die Likes nicht lange auf sich warten lassen. Was denkst du? Keine Ahnung, soziale Medienkarriere. Ja, was das betrifft, hatte ich ja schon mal in den Raum geschmissen. Wie könnt ihr euch Diego in seinem nächsten Beruf dann noch vorstellen? Weil Rechtsanwalt hat er jetzt geschafft. Das haben wir zwar nicht von klein auf mitbekommen, aber halt Dingens, heißt er halt von mittendrin. Ich habe es mit Sicherheit nicht so ausgelebt, wie man es ausleben könnte. Vor allem, wenn man vielleicht alleine ist und sich nicht um Frau und Kinder kümmern muss und vielleicht ein bisschen anwaltmäßiger angezogen wäre, hätte man sicher auch mehr Klienten gewonnen. Jetzt hätte ich schon beinahe gesagt Patienten gewonnen, aber ist ja wurscht. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht so hinbekommen, wie verrückt aufwischen, genau. Aber, okay, 3 Simoleons im Waschwandel waschen, in Waschmaschine stecken. Okay, ich glaube, ich muss da 3 Ladungen machen. Oh, ist das kacke. Oh, okay, wieso bist du traurig? Spielen, nein, 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 nein. Warte mal, sei mal hier nachmachen, streicheln. Sei mal lieb hier zum Hund, bitte. Nachmachen. Weinen. Wieso denn? So, was ist mit dir, Kleiner? Du hast ein bisschen Hunger, gell? Okay, wenn wir das gemacht haben, dann können wir hier den Kleinen freundlich streicheln. Oh, ist das süß! Wow, wow, wow. Oh. So, was ist mit dem jetzt? Wäsche waschen. Nee, nee, warte mal. Hier absetzen und Essen geben. Ein Schinken-Käse-Sandwich, richtig. So, komm, lass mich das Kind hier bitte mal hochheben. Hallo? Na bitte. So, Wäsche ansehen. Wie kann ich das denn verbessern überhaupt? Kann ich verbessert werden, sich ja, verbessern. Fuselfrei. Haben wir, warte mal, ich habe jetzt oben die
Dusche repariert? Die hat nichts. Okay. Dann, warte mal, du kriegst das hier jetzt erstmal genau. Dann räumen wir das mal eben weg. Tierpflege, Anleinen, Training, Sitz. Dass wir das mal eben kurz geübt hätten. Wie lange dauert das noch? Wäsche ansehen. Brauche ich nicht. Hier. Trainieren. Okay, das brauche ich also nicht machen. Wie? Warum geht das denn nicht? Muss ich hier hingehen? Okay, der Kleine hat fertig gegessen. Jetzt probiere ich das nochmal kurz. Sitz. Wieso geht das denn nicht? Wie ätzend ist das denn? Okay, rauslassen, aufräumen. Die Wäsche wäscht noch. Gut, dann. Wie wäre es, wenn wir mal hier nach oben gehen? Ich gehe hier das Fallrecht. Rechtswesen, Karriere, Rechtsgrund verfassen, Verfahrensantrag, Fallrecht recherchieren. Recherchieren! Bestellungen, schreiben, Kontakte knüpfen, Web, recherchieren. Wieso kann ich. Bin ich jetzt komplett deppert? Ruhm, Bestellungen verbessern. Kontakte. Hä? Bin jetzt komplett recherchiere Fallrecht an der Forschungsarchivmaschine. Ah, da ist das. Okay. Rechts. Fallrecht recherchieren. Okay, dann müssen wir das da unten machen. So, kleiner Tim. Meine, du klingst schon so süß. Ah, oh Gott, du musst dann aufs Klo. Du gehst schon aufs Klo. Versuchen aufs Töpfchen zu gehen. Okay, das machst du schon von sich aus. Aha. Aha, das funktioniert ja gar nicht mehr so schlecht. Er ist voll stolz. So, du machst das mal hier eben. Dein Kind kann sich noch selbst beschäftigen, also noch gibt es keine Schreierei. Reda, wir schaffen das voll cool, Schatz. Aha, jetzt haben wir angedrückt auch noch. Alter Falter. Ja, gut, das Fallrecht recherchiert, das ist ein bisschen. Ja, sie ist schon wieder traurig, weil wir sind schon wieder weg, aber das ist wurscht. So, Diego, es wäre halt voll cool, wenn du irgendwie. Es wäre voll cool, wenn du hier dann noch was essen würdest. Alter, wie lange brauchst du noch auf dem Pott? Oh, sehr schön. Schau. So, jetzt kannst du deine Schwester mal fragen, was ist das? Ein kleines Baby? Du warst auch mal so ein kleines Baby. Oh, traurig. Wo sind denn alle hin? Okay. Was kannst du mit deiner kleinen Schwester? Okay, er ist viel zu traurig. Okay. Chaos veranstalten, hier hingehen. Jetzt wollte ich eigentlich noch mal gucken, wie weit sind wir denn hier? Okay. Fantasien, Kommunikation sind wir eigentlich schon fast fertig. Wow, okay. Bewegung, Töpfchen, Denken. Denken hat er am allerwenigsten. Okay. Diego um Essen bitten. Du hast doch schon gegessen. Diego umarmen. Diego um Hilfe beim Tanzen bitten. Okay. Buch lesen.
Biologie, Literatur und Sprache. Okay. Wir haben keine Bücher. Hey, ich habe gehört, du und Janet Russo sind jetzt gute Freunde. Du wirst immer berühmter. Kein Wunder, dass viele dich kennenlernen möchten. Ja. Leute, ich will ja nichts sagen, aber das ist meine Adoptivtochter. So, wie lange brauchen wir noch? Ein bisschen brauchen wir noch, gell? Die Wäsche ist in der Zwischenzeit auch schon fertig. Oi, 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 oi. Also viel, viel Haushalt können wir nicht machen, wenn wir hier die Arbeit auch noch nebenher machen müssen. So. Bitte sprechen Sie mit mir. Um Nachtisch bitten zuschauen. Freundlich. Knuddeln, Flashkarten, liebevoll umarmen, spielen. Über Superhelden reden. Genau. Über Spielzeug reden. Normalerweise müsste das ja irgendwie gehen, oder? Ja, genau, das passt schon so, oder? Da, jetzt ist mein kleiner Sohn ist wieder happy. Ich wüsste nur gern, von wem dieses Kind eigentlich wirklich ist. Es wäre nämlich schon irgendwie interessant zu wissen. Warte mal, wo sehe ich denn das überhaupt? Hier in der Simulogie, glaube ich, genau da. Ah, wieso gilt das nicht als. Ach, Stiefsohn, echt jetzt? Ja, okay. Nur weil sie noch nicht verheiratet waren, ist das ätzend. So, kleiner Mann. Du könntest eigentlich hier jetzt wieder ein bisschen spielen oder einfach so mal schlafen gehen. Ha, wie wär's denn? Was ist das? Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 okay. Kleiner Mann, bitte warte noch ein ganz, ganz kleines bisschen, bis ich dieses Falldingsbums hier Hilfe als Betreuer entfernen. Getränk bitte, Essen bitte, Baden bitte. Dir geht's so eigentlich voll gut, gell? So, du bist jetzt fertig? Sehr schön. Das heißt, du kannst jetzt den Kleinen, bevor du essen gehst, Tim in den Schlaf lesen, bitte. Ciao. Ja, das ist halt ein bisschen. Ich übersehe das immer mit Mittagsschlaf. Ist immer recht bescheiden. So, Cole, hast du schon irgendwo hingemacht, zufällig? Haben wir hier irgendwo einen Hundehaufen? Nee, gell? Nee, 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 nee. Okay, Cole frisst wieder. Die Kleine ist auch wach. Das müssen wir dann säubern. So, warte mal, die Kleine werden wir jetzt eben mal schnell hier reingeben. Ciao. Schläfst du bald ein? Mobsy. Flurpster. Die Augen werden immer schwerer. Nushakauba. Hihihi, okay, so. Der Kleine schläft. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, was haben wir denn hier? Wegwerfen? Hä, was willst du denn wegwerfen? Keine Ahnung. Dann schmeiß das mal bitte weg. So, dann hier weiterentwickeln. Dann. Wir können noch keinen Mega-Verkauf machen, gell? Nee. Die Kleine schreit. Schmutzige Windel mit der Flasche füttern und liebkosen. Das machen wir jetzt gleich. Dann. Ausräumen und Wäsche bringen zu. Wäscheleiner. Zu Trockner hinzufügen. Warte.
Dann nehme ich gleich mal die Wäsche mit runter, dann Wäsche machen. Ja, gut, okay, das ist jetzt halt scheiße, weil ich das nicht zuerst vorher da reingegeben habe. Das Mist. Moin, ja, oh, ich finde das immer so süß. Ich meine, die Beziehung zueinander ist eh schon richtig gut eigentlich. Das passt schon so. Das ist eigentlich richtig cool hier gemacht. Also jetzt für mich so recht gut geeignet eigentlich. In Waschwanne waschen. So, bevor er das dann in die Waschwanne reinhaut, werde ich das nämlich auch abbrechen. So, bitte dahinlegen. Danke. So, Wäsche trocknen. Wäsche machen, in die Waschmaschine stecken. Ich weiß, dass du Hunger hast ohne Ende. So, Wäsche waschen. Halt. Erstens mal kochen brauchst du genau gar nichts. Oh, verdorbenes Essen aussortieren, Reste nehmen. Oder du nimmst zuerst Reste und sortierst dann das verdorbene Essen aus, weil das ist ja echt heftig, wie viel Essen ihr habt. Dass da mal was weggeschmissen werden muss, ist eigentlich kein Wunder. So, der Kleine schläft, die Kleine ist verschwindet aus dem Rampenlicht. Ja, das macht nichts. Okay. So, wie kann ich das verbessern? Also gar nicht, wenn es läuft. Arbeit, 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 Arbeit. Ja, da muss ich jetzt noch warten, bis Dingens nach Hause kommt. Okay, in einer Viertelstunde ist sie daheim. Sie muss dann baden. Ein Schlammbad nehmen, Schaumbad mit Badezusatz nehmen, Kohlbaden verbessern. Du brauchst auf alle Fälle Spaß. Was macht dir denn Spaß? So, du gehst jetzt erstmal hier duschen und singen. 4.620 Simoleons mit nach Hause. Und hat sich einen weiteren Zusatzurlaub verdient. Morgen, Samstag, Sonntag. Jetzt müssen beide wieder arbeiten. Samstag, Sonntag haben wir aber beide frei. Das heißt, am Wochenende können wir uns hier mit Diego dann mal ein bisschen konzentrieren, dass wir, warte mal, Karriere schreiben, weiterschreiben, die kleine Reise. Sag mal, wie können wir eigentlich da nicht irgendwie unsere Bücher auch noch nachkaufen? Schreiben, Comedy-Programm verbessern. Bessere Grafikkarte. IP. Spoofer. ECC-RAM. Ach Gott. So, du brauchst Inspiration. Konzert geben, üben. Üben. So, das kann ich ja nochmal gucken. Kann ich nicht eigentlich irgendwie, warte mal, Haushalt? Oh, Haushalt umziehen lassen, adoptieren, Coles-Adoption freigeben, Restaurant, Tierklinik, Mitbewohner, Suchanzeige anbieten, okay. Okay. Comedy schreiben, programmieren, üben, Bestellung. Mehr Auswahl. Bücher kaufen. Alle Anzeigen. Hausarbeiten.
Bücher. Aha. Nachdem die Hausarbeiten eingereicht wurden, landen sie hier. Es wird Zeit für die Benotung. Okay. WTF. Haben wir da irgendwas? Kinderfantasy-Sachbuch. Mal Fantasy war das ja, gell? Fantasy. Nee. Krimi. Wie hieß denn mein erstes Buch nochmal? Science Fiction, Fähigkeit, Emotional, Haus, Poesie, Sachbuch? Nee, Fantasy, Kinder? Oder ist es ein Kinder? Der Herr, die Reisen, bla bla bla, privates Tagebuch. Wie ich euren Vater absolvierte. Poesie. Wie Hexen verhext ist im Brunnenfuss, das ist ein Haarkessel. Ah, wo finde ich denn das? Gar nicht mehr wahrscheinlich, gell? Wo, jetzt mal ernsthaft, oder finde ich das hier, habe ich das hier drin? Fernsehen einschalten, öffnen. Da, das erste Einhorn, nein. Nein, 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 das ist nicht da drin. Das bringe ich nicht auf. Forschende Tier, Kräuterfähigkeit, Sachbuch. Schreibfähigkeit, Schreibfähigkeit. Erziehungsfähigkeit. Wieso finde ich mein Buch nicht mehr? Oder gibt es es dann nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Schreibenfähigkeit, alles Mögliche, gell? So, was ist mit dir? Du möchtest wahrscheinlich auch mal rausgehen. So, wir gehen jetzt hier einen kleinen Spaziergang mit dir. Einen kurzen Spaziergang, damit du mal rauskommst. Und wenn sie dann wieder zurück ist, dann könnte man eigentlich mal gucken, ob sie hier irgendwie da mal mit ihrem Mann redet. Nein, jetzt ist der Rechner kaputt gegangen. Echt jetzt? Hier, reparier mal. Was? Ausräumen? Sie ist feucht? Ernsthaft jetzt? So, hast du da. Du hast beim Gassigehen jede Menge Spaß. Echt jetzt? So. Bitten, Geschäft zu erledigen. Kann ich jetzt mit dir eigentlich irgendwas machen hier? Nein, nicht baden. Anleinern. Oh je. Oh nö, jetzt bist du selbst in die Kacke reingetreten. Was bist du denn für einer? Okay, wir können jetzt wieder nach Hause gehen. Ich wusste gar nicht, dass Spazierengehen oder das Gassigehen so viel Spaß macht. So, bring zu auf die Wäscheleine hängen. Wir müssen wenigstens die letzte Wäsche noch reinbringen und starten können. Wäsche machen. So. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich werde hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin sage ich erstmal. Ciao, ciao.